zweiten Hälfte des Montagabends. Wir haben ein weiteres Mal für euch World in Conflict. Da hat ja gerade die ESL Amateur Series angefangen. Und darüber kann man nicht nur tolle Preise gewinnen, wie zum Beispiel Flachbildschirme für die Erstplatzierten, sondern man kann sich auch für die ESL Pro Series qualifizieren. Die ESL Pro Series wird in der nächsten Season als Supported Pro Series ausgeführt für World in Conflict. Da kann man dann also auch 10.000 Euro Preisgeld gewinnen. Jetzt haben sich die Teams so langsam gefunden. Es gibt zwar immer wieder Veränderungen da in den jeweiligen Squads. Aber so langsam kommt eine gewisse Konstanz rein. Es gibt ja auch schon zwei Divisions in der ESL Amateur Series. An meiner Seite der Teammanager der Stofftiere Online, Santo, Manuel Laufmerk, herzlich willkommen. Hallo. Du bist mal wieder an unserer Seite sozusagen, genau, um uns das Spiel zu präsentieren. Heute auch mal mit dem Spectator-Tool. Wir haben zwar die endgültige Variante mit DirectX 10 bombastisch Grafik, also eigentlich ist es ja nur für die Anschauung von zwei Bildschirmen gleichzeitig. Die haben wir zwar noch nicht, aber wir haben zumindest das Spectator-Tool selbst schon mal am Start und werden uns nochmal anschauen, welche Kameraperspektiven, welche Features das so bietet, sozusagen für die Übertragung. Genau das. Bevor wir damit anfangen, wäre aber das Beste noch, wenn wir einen Server richtig für dieses Match bekommen. Ja, den haben wir nämlich noch nicht. Das Problem ist, der Server, den wir halt abgemacht hatten, der ist aus irgendeinem Grund nicht online. Ich weiß auch von hier aus jetzt nicht, warum er nicht online ist. Und deswegen fragen wir jetzt gerade, ob uns jemand einen Server bereitstellt. Ja, wir fragen erstmal die Zuschauer natürlich. Also solche Gelegenheiten sind immer perfekt, um euch zu fragen. Im IRC, rautegiga2.de, unter welchem Nickname bin ich unterwegs? ESLTV-Uli könnt ihr mich anschreiben. Oder ihr könnt natürlich auch in die Comments auf giga2.de posten. Und dort könnt ihr zum Beispiel euch darüber äußern. Warum ist denn World in Conflict so ein tolles Spiel? Also wenn ihr jetzt zuschaut und denkt so unbedingt, wollte ich mal sehen, wie das die Pros spielen. Oder wie seid ihr dazu gekommen? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, mal ein Strategiespiel im 5-on-5 zu spielen? Und natürlich auch eure Gedanken zur Pro-Series. Wird das vielleicht nochmal einen Aufschub geben? Wir haben einen Server. Und wie genau wird sich eventuell dort die Community in 2008 entwickeln? Das alles könnt ihr gerne in die Comments schreiben. Auch wenn wir jetzt gerade einen Server bekommen haben, was natürlich super ist, denn dann sind wir gar nicht mehr so weit entfernt vom eigentlichen Spiel, würde ich mal sagen. Ja. Was haben wir denn für eine Map heute? Das ist ja immer das Interessante. Ach, ich will ja gar nicht hier von der Map erst anfangen. Erst fangen wir an mit den Teams natürlich. Wer spielt heute und wie hießen sie vorher? Also heute spielt Sin gegen das ehemalige Team Gold Coast Squad. Die sind eben noch vor einer halben Stunde oder so ungefähr zum Komak-Schuh gejoint, welches Team man ja eigentlich kennen sollte, auch aus der Szene. Sag ich mal jetzt keine grandiosen Teams, aber so in den kleineren Spielen haben sie noch das ein oder andere erfolgreiche Squad. Und ja, das ist halt ein Spiel, wie du schon sagtest, aus der ERS, aus der First Division. Und ja, ich hoffe, dass es ein ganz nettes Spielchen wird. Gold Coast Squad, ein Schweizer Team. Ja, haben auch einen Deutschen, glaube ich. Ja, ich glaube, einen Deutschen haben sie. Waren mal rein Schweiz und sind aber wirklich ein Team, was wirklich spielen kann. Also die sind richtig gut. Okay, und dann auf der anderen Seite Sin Gaming. Die sind im Moment nur Zwölfter, glaube ich, in der ESL Amateur Series. Sin Gaming hat aber auch jetzt noch nicht so viel Spielerfahrung wie GCS. Die haben schon seit der Beta gespielt. Okay. Sin ist, glaube ich, erst seit der Demo oder Ende der Beta dabei, aber die haben in den letzten Tagen wirklich sehr stark trainiert, das hat man gemerkt, weil sie sich immer wieder angefragt haben für den PCW und ja, mal gucken, was die Jungs jetzt so bringen. Ja, dann schauen wir uns das nochmal an. Die Map ist Riverbed, es kann sein, dass wir hier noch kleine Probleme mit dem Spectool. Ja, genau. Okay. Also das ist so mit einem einzelnen Monitor, also eigentlich ist ja so gedacht, man hat auf dem einen sozusagen die Steuerkonsole, auf dem anderen hat man das, was der Zuschauer sieht. Es geht auch mit einem. Oh, sorry. Ich kann gar nicht mehr reden. Auf der einen. Jetzt muss ich ja husten. Auf dem einen Bildschirm hat man die Kommandozentrale sozusagen, wo man alle Kameraperspektiven schaut, auf dem anderen Bildschirm sieht das der Zuschauer, aber man kann auch alles auf einem Bildschirm haben. Genau. Das schauen wir uns am besten gleich mal an hier. Ja, also das ist jetzt halt dieser Bildschirm, was halt die Zuschauer sehen. Mhm. Und das ist halt die von dir angesprochene Kommandozentrale, ja, wo man halt hier schon festgelegte Kamerapunkte sieht, auf die man dann halt ganz leicht wechseln kann. Halt einfach draufklicken und wieder zurückwechseln. Okay, normalerweise man kann auch so Kamerafahrten um diese Punkte. Zum Beispiel, das wäre über die komplette Map einmal. Das ist ganz schön, um halt einen Einblick über die Map zu kriegen,
Die heißt in dem Fall Flussbett oder im Englischen Riverbed. Die Map selber ist relativ neu, weil sie auch erst mit dem Release von World of Conflict hinzugekommen ist. Mhm. Also ist sie jetzt noch nicht so bekannt wie halt alte Maps, wie zum Beispiel Farmland oder Hometown. Aber ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz nette Sache, weil dadurch, dass die Teams auf dieser Map jetzt noch nicht so eingespielt sind, sage ich mal, denke ich nicht, dass wir jetzt so eine große oder so große Überraschung sehen. Mhm. Also beide Teams haben die Map auf jeden Fall sehr gut trainiert. Das muss man ihnen wirklich lassen. Und ja, ich bin jetzt halt mal gespannt. Also die Jungs von Coma Crew sind schon alle da. Okay, und wir warten noch auf den Gegner. Das sind Sin Gaming sozusagen. Aber wir können dann auch mit diesem Broadcast-Tool können wir zum Beispiel auch Statistiken einblenden. Das können wir auch mal zeigen. Da. Genau, da kann man also einzelne Punkte. Einzelne Sachen sehen, wie halt hier die Domination, halt welches Team gerade in Führung ist. Ja, das ist ja beim anderen, also ich sage mal im Standard-Spectator-Modus kann man sozusagen nur das anhand der Balken erkennen, da gibt es keine Prozentzahl in dem Sinne. Und hier sieht man halt wunderschön die Prozentzahlen, auch hier schön dabei, dadurch, dass halt die oder Coma Crew komplett auf der Russenseite ist, sieht man halt auch direkt, dass der Clanname direkt mit eingeblendet wird. Das ist halt auch sowas Bestimmtes. Jetzt sehen wir hier, Sin ist halt auch da. Okay, das heißt, das Spiel erkennt dann sozusagen, was haben die alle für einen Tag? Genau. Oder kann man dann so Teams joinen im Multiplayer-Modus? Ja, im Multiplayer gibt es halt die Möglichkeit, einen Clan zu eröffnen. Ja. Und da kann man dann halt die Spieler hin einladen und dann wird halt automatisch der Clan-Tag entweder vor den Nick oder halt dahinter gesetzt, wie man es halt einstellt. Und dadurch kann das System das halt auch erkennen, wie wir halt hier sehen. Coma Crew e.V. gegen Sin Gaming. Ja, einwandfrei. Dann haben wir noch, wir haben jetzt keine Einheiten, das können wir also nicht zeigen. Wir können also auch auf die Einheiten Kameras stecken, sodass wir sozusagen einem Heli die ganze Zeit folgen können. Da bleibt dann sozusagen die Kamera in so einer Perspektive, dass da relativ nah rangezoomt wird. Dann können wir auch schön rummalen, wie man das aus den Sportsendungen im Öffentlich-Rechtlichen so kennt. Genau. Wenn wir nämlich schöne Pfeile malen. Da würde ich an der Stelle sagen, schauen wir uns erstmal an, was die einzelnen Punkte der Map sind. Wir haben nämlich fünf Stellen, die man sozusagen einnehmen muss. Also wir haben halt hier den Spawn-Bereich der Russen und hier oben den der Amerikaner. Mhm. Wir sehen halt hier der zentrale Punkt, also welchen auf jeden Fall die Russen einhalten müssen, ist halt hier dieser Hügel 85. Okay. Ohne den geht es halt mal gar nicht, weil es halt ihre Verbindung ist sozusagen. Zu der Map selber ist zu sagen, dass ich finde, oder nicht nur ich finde, auch die Community findet, dass diese Map relativ amerikanerlastig ist, da man halt sieht, dass die Amerikaner einfach hier durchfahren können und dann halt hier durchpushen können und halt gleichzeitig mit auf den Hügel. Und wenn sie halt alle diese drei Punkte haben, haben sie halt sofort die Überhand. Das heißt, die Russen müssen versuchen, relativ schnell halt auch in dem entgegen zu pushen, was aber halt aufgrund der Position, da sie halt hier spawnen, wesentlich schwerer ist, als wenn man halt viel zentraler zu der Mitte hin spawnt. Die Map ist aber trotzdem auch als Russe zu gewinnen. Es ist zwar schwerer, aber es ist auf jeden Fall machbar. Okay, das heißt, wir werden natürlich in Standardmanier jeweils 20 Minuten pro Seite sehen, maximal. Es kann natürlich auch weniger sein, wenn man eben Total Domination schafft, das heißt alle Punkte einnimmt oder einfach so dominant vorgeht, dass man in dem Fall dann wenig Probleme sozusagen hat, hier die Dominanz vollständig zu seinen Gunsten zu gestalten, dass man also 100% hat und damit dann auch gewinnt. Genau. Wir müssen eventuell nochmal den Server wechseln. Okay. Weil jetzt hat einer der Sin-Gaming-Spieler kann nicht connecten, warum auch immer. Also Slots sind da, aber der kriegt keine Connection zum Server hin. Aha. Keine Ahnung, was der für eine Internetleitung hat. Haben wir denn eine Alternative eigentlich? Ja, also Coma Crew meinte, ihr Orga hätte wohl eine Alternative am Start. Ja, hoffentlich mal, mehr als 10 Slots. Ja, ich hoffe es auch. Das wäre für die Übertragung immer sehr sinnvoll, wenn man zuschauen kann. Ansonsten haben wir auch noch Comments hier. Da wird schon befürchtet, dass World Conflict am selben Phänomen wie Paraworld. Nein, definitiv nicht. Leidet. Kann ich jetzt nicht so ganz zustimmen. Ist natürlich, 5-on-5-Strategie ist schon ein bisschen speziell, muss man sagen. Ja. Also was auch dieses Server-Konzept ist ja, sage ich mal, eher ungewöhnlich. Für ein 5-on-5-Spiel nicht, aber für ein Strategiespiel schon. Ja, keiner der Spieler denkt darüber nach, sich einen Server zu leisten. Und wir sehen ja, es ist nicht so leicht, hier einen Server zu finden, Das irgendwie muss man den ja auch noch bezahlen dann.
Ja, also an sich sind die Server jetzt nicht so teuer, da ja. man ihn, der dedicated Server von Walter Conflict frisst eigentlich kaum Ressourcen, egal ob es jetzt Internetleitung oder Arbeitsspeicher oder sowas okay. angeht. Also man kann ihn selbst noch auf älteren Rechnern hosten. Dadurch ist es halt jetzt nicht so kostenintensiv, halt einen Server zu bekommen, einfach halt einen Root-Server mieten und drauf gehen. Das ist wesentlich billiger als jetzt halt andere Ranked-Server, wenn man sich jetzt zum Beispiel Battlefield oder sowas anguckt, wo man ja nur halt auch das so bekommt. Mhm. Und ja, Spliff ist jetzt hier vom Server runter. Die disconnecten jetzt alle. Ich denke okay. mal, das heißt, die haben einen neuen Server. Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir mal ins Hauptmenü wechseln, ob ich irgendwelche Nachrichten habe. Okay, wir connecten jetzt auf den Server von Class, die wir auch schon ein paar Mal hatten. Okay, war das nicht der mit den 10 Slot? Na egal, ich hoffe, dass nee, funktioniert. Nee, Z-Gaming hatte 10 Slot. Also sollst du übrigens Oh, Class hat doch, du gern, hast recht, Class hat nur 10. Ja, ich habe gedacht diesmal, also das natürlich immer, gibt dann Leuten, die sowieso denken, ja, das ist ja wie Paraworld, ist dann immer schön Öl ins Feuer da, wenn das nicht ganz so klappt, aber das ist natürlich, auch immer am ja. Anfang ein bisschen schwer, glaube ich. So, ja, wir hatten ja einen Server. Man muss erst ein bisschen Routine entwickeln, auch so gerade mit kritischen Situationen. Ich meine, wenn man zum Beispiel ein ESL Pro Series Spiel in Counter-Strike hat, dann gibt es wahrscheinlich ungefähr 100 Server und wahrscheinlich 200 Spieler, die sagen würden, ja, hier bitte auf meinem Server spielen. Und dann hauen sie halt direkt in der entscheidenden Runde noch die Grüße an Mutti raus. Das, ja, weiß ich nicht. Ist hier nicht so. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Spiel noch relativ jung ist. Ja, das oder Serverproblem in Anführungszeichen basiert halt daher, da die Entwickler die Serverfiles am Anfang hauptgehend in Richtung Windows programmiert haben. Dadurch sind Linux-Serverfiles im Moment nicht verfügbar. Und das es ist gibt halt keine Linux-Serverfiles? Es gibt im Moment keine Linux-Serverfiles. Das ist ja so das Unglaublichste, was jemals in Sachen Server. Ja, das haben wir ihnen auch schon gesagt und sie meinen, sie bringen sie bald nach, okay. weil sie halt merken, dass es wirklich ein Problem darstellt. Das haben sie jetzt gemerkt. Also sie sind ja sonst ziemlich fix eigentlich. Gerade was so das Spectator-Tool angeht, da haben sie ja eine gute Sache gemacht. Aber bei Serverfiles zu denken, dass man nur mit Windows da erfolgreich sein kann oder dass da es tatsächlich so viele Windows-Server gibt, weiß ich nicht. Ja, sie wollen es halt nachbessern und okay. wollen es halt auch wirklich schnell über die Bühne bringen. Das glauben wir ihnen auch. Und sie haben jetzt ja auch schon zum Beispiel vor, ich glaube, einer Woche ungefähr ein Tutorial zu dem integrierten Movie Maker-Tool vorgestellt. Also es gibt ja nicht nur das Broadcast-Tool, sondern auch Das Movie Maker Tool. Das Movie Maker Tool. Also zwei verschiedene Tools sozusagen. Einmal so, um das zu übertragen. Und kann man natürlich auch Movies mitmachen mit dem Broadcast Tool. Ja, sondern dann gibt es halt noch eins, um Frag Movies zu machen. Ja, der Vorteil des Movie Maker Tools ist halt, dass man Wegpunkte festlegen kann, die die Kamera abfährt. Das heißt, wenn man eine schöne Stelle in einem Replay meinetwegen gefunden hat, man denkt so, boah, die will ich jetzt auf jeden Fall im Movie haben, legt man halt vorher die Kamerafahrten fest und lässt dann halt das Replay ablaufen. Und das lässt es halt wesentlich einfacher machen. Ja, das ist doch sehr komfortabel. Wenn es sieht so aus, als ob uns jetzt Bioxa ihren 16-Slot-Server gibt. Na, da ist ja fast schon Weihnachten hier. Das heißt, wir hätten genug Slots. Dann können wir auch Freunde einladen hier. Genau. Auf den Server dann. Ja, super, sage ich gleich mal welchen Bescheid. Ja, super. Ja, wir bekommen den Server, die stellen den eben fröhliche Zustimmung aus der Regie. Die machen auch mit. Ja, dann haben wir gleich einen Server, super. Nur 15 Minuten nach Sendungsbeginn. Beim letzten Mal haben wir wann angefangen? 25 Minuten nach Beginn oder so? Ja, das wird heute schneller. Wenn wir jetzt auf dem Server sind, dann legen wir direkt los. Dann nehme ich dich dann beim Wort, würde ich sagen. Ja, ich will's hoffen. Gut, so. Dann werfe ich nochmal einen Blick auf die Tabelle. Faculty auf Platz 1, die sind auch... die haben ein Match verloren. Gegen wen haben die denn verloren? Gegen Class oder so? Dann müssten sie gegen Zuro Gaming eventuell verloren haben. Nein, die haben ein Draw. Das ist nämlich das, was ich wusste. Und dadurch, dass sie halt so hoch waren durch Elo-System, haben sie halt Punkte verloren. Ja, also als Erster sollte man nicht unentschieden spielen. Nein, nicht so ganz. So, Clash immer noch ungeschlagen. Die Chroma Crew haben ja auch nur eine Niederlage. Das war gegen Faculty. Sin Gaming hat noch gar nicht so viele Matches gespielt. Die haben nämlich nur zwei Matches. Eins gewonnen, eins verloren. Genau. Dann kommt zum Beispiel Z Gaming, die eins gewonnen, einen Draw und einen Unentschieden haben und spielen einfach mal Draw gegen Faculty, auch nicht schlecht. Zuro Gaming ist ein Team, was am Anfang jetzt nicht so stark war. Die haben aber in letzter Zeit wirklich sehr hart trainiert und sind jetzt wirklich auf einem sehr guten Niveau angekommen. Das ist die Frage. Bioxa hat halt drei Server. Jetzt ist die Frage, welchen sie für uns gerade herrichten. Na, da sind wir doch gespannt.
Ja, ansonsten gibt es noch eine Second Division. Oh, auf Platz 1 die Stofftiere. Ja. Wie kommt man denn in die Second Division? Ja, man kommt in die Second Division, wenn man ein bisschen Pech mit den Gegnern hat, das, was ich jetzt hier nicht ausführen möchte. Ab welcher Punktzahl fällt man von der First? Also wir sind mit 975 in die Second Division gefallen. Okay. Und aber ich sehe hier, Div Brandenburg hat 934, ist immer noch First Division. Ja, das wurde nachdem die Divisions werden ja nur alle 2 Wochen halt neu eingestellt, neu verteilt. Und sie waren zu dem Zeitpunkt der Division-Erteilung mit 1000 Punkten, also waren sie halt dabei. Ja. Und haben jetzt halt die letzten 3 Spiele oder 2 Spiele halt am Stück verloren. Und sind halt dadurch jetzt... Jetzt versuchen die Stofftiere wieder... Ja, wenn jetzt upgedatet werden würde, wären wir wieder in der First Division. Aha. Also da gibt es durchaus noch... Bioxa hat auch... Die sind ja auch in der Second Division. Das hätte ich ja auch gar nicht gedacht. Ja. Und Faculty, die mit der höchsten Activity, die haben ja 4 Balken da. Das ist ja schon nicht schlecht. Aber dafür auch 2 PPs. Wofür sie die wieder bekommen haben. Wahrscheinlich für Zwangsforderungen abgelehnt. Schauen. Ja. Tatsächlich. Und das wäre gegen wen gewesen? Gegen Wilder D-Link. Kennt man die? Ja, Wilder D-Link ist eigentlich so das beste polnische Team, was wir haben. Okay. Und die haben sie dann wo gefordert? Wahrscheinlich in der europäischen Ladder oder so? Wenn du auf Match klickst, da müsste das ja kommen. Dann steht das ja auch. Ah, ich schätze ja. Da ist der Server. Don't Care ist das ehemalige Razer-Team, glaube ich, ne? Genau, das ist das ehemalige Team Razer. Das Beste? Kann man das sagen? Weltbeste Team? Ich weiß es nicht. Also sie sind auf jeden Fall stark, da gibt's nichts. Aber ich habe sie jetzt halt schon seit längerem nicht mehr spielen sehen. Okay. Ich glaube, jetzt bin ich auf dem falschen Server gelandet. Obwohl sie mir gesagt haben, ich soll auf den Server gehen. Wieso, weil keiner drauf ist, oder? Ja. Aha. Doch, Bioxa 5 von 5. Das war der richtige Server. Jetzt müsste nur der Rest erst sonst keine Filter anmachen. Okay. Ja, das ist dann der richtige. Da müssten halt nur noch die anderen joinen. Ja, wer weiß. Dann haben wir die Koma Crew, die spielt auch offensichtlich internationale Ladder, ganz erfolgreich. 2. Platz da. Und Wilder D-Link. Ja, polnisches Team. Die sind aber auch richtig gut, die Jungs von Wilder. Da gibt es gar nichts. Gibt es denn eigentlich noch CPL über den Konflikt dieses Jahr irgendwann? Dieses Jahr weiß ich jetzt doch. In Australien, Ende des Jahres. Australien ist auch abgesagt, glaube ich. Australien abgesagt worden? Ja, aber was denn mit den Finals? Wird der World Conflict gespielt? Das nächste Mal müsste dann in London sein. Es gibt ja sogar Grand Finals in London, ne? Genau, wo es dann um, ich glaube, 400.000 oder irgendwie sowas laut CPL-Page. Jede Menge Asche gibt es da. Ob die dann wirklich ausgezahlt wird, ist ja immer eine andere Sache bei der CPL. Hab ich wollte gerade sagen. Ist halt die connecten jetzt auf jeden Fall auf den Server. Ja. Sie haben es dann doch alle mal gesagt bekommen. Und dann sollen die gleich direkt anfangen. Ich entschuldige mich an der Stelle dafür, ein bisschen verschnupft zu klingen. Aber ich würde auch gern nicht erkältet sein, muss ich sagen. Ja, ich schaue mal, ob wir noch Comments haben. Nein, aber nicht. Da finde ich ja die Aktivität eher mau, muss ich sagen. Ja, die warten jetzt alle auf das Match, dass es losgeht. Ihr seid natürlich auch dazu eingeladen, dann später Kommentare zum Match abzugeben. Natürlich, gerne. Und Na, wie sieht's aus? Er sagt mir, hat seinen Jungs gesagt, aber es ist halt noch keiner gejoint. Okay. Also normalerweise sollten wir auf diesen Server, weil die haben halt das Passwort geändert und auf dem Server geht das Passwort. Okay. Das müssten jetzt halt nur noch die anderen dann auch mitbekommen. Ja, also wäre schon nicht schlecht, aber wir nähern uns langsam der Schallgrenze, die wir letzte Woche durchbrochen haben. Was eine Verwirrung. Man kann übrigens in der ESL auch als bester Movie Maker was gewinnen. Ja, da wurde von ein paar Tagen wurde da halt die News zu veröffentlicht. Und zwar kann man eine Creative Soundkarte gewinnen und diese Jacke, CCCP. Genau. Da hat man auch auf den Interfire Night Games sind ja auch immer diese World in Conflict Stände. Genau. Und da sieht man dann auch meistens Jungs mit diesen CCP-Jacken halt. Ja, die haben schon eine. Und man kann sozusagen eine bekommen, indem man einfach... Also die haben jetzt gesagt, wir waren auf dem falschen Server. Wir sollen auf den Server von Class. Ja, ich lasse das einfach mal an der Stelle unkommentiert. Ja, das Problem ist halt, der Server stand ja, nur wenn halt dann einer keine Connection zum Server hinkriegt, warum auch immer, dann ist es halt ein bisschen doof. Dann muss das Fernsehen leiden. Dann sitzen wir hier so.
Jetzt müsste ich nur noch den Server in der Liste sehen. Da haben wir ihn. ESLTV. So. Sind alle wieder runter vom Server? So, der sagt mir, wir sollen jetzt auf den Server und da gehe ich jetzt drauf. Und da warte ich jetzt. Gut. Ist schon ein bisschen schade, dass die Serversuche den Großteil der Zeit in Anspruch nimmt. Ja, aber das sind halt so Sachen, so, das kann man nicht planen, dass halt einer keine Connection zum Server hinkriegt. Wenn halt 10 von 11 Leuten die Connection hinkriegen, dann vielleicht Firewall falsch eingestellt oder es gibt halt 1000 Gründe, warum warum halt jemand nicht connecten kann. So, hier, guck mal, da sind 11 von 12 Leuten drauf. Ja, ich kann jetzt gerade nur nicht sehen. Da. Ja, da sind sie. Super. Wir haben es geschafft. So, und jetzt wahrscheinlich, also ich. Beim nächsten Mal wäre es ja so eine Option, dann die Sendung einfach später anfangen zu lassen. Aber dann verpassen wir vielleicht am Anfang was. Das wäre natürlich auch nicht so gut. So jetzt sind wir drauf. Haben wir 5 Spieler auf jeder Seite? Einer von Coma Crew, aber der connected hier. Okay, super. Sobald die dann alle ready gemacht haben, gibt es halt das gleiche Prozedere wie das letzte Mal. Nochmal kurz vom Server runter, dass das Match starten kann. Aber ich war vorhin auf einem Public, da hat das Match auch angefangen, obwohl ich auf dem Server war, als Spectator. Ja, das kommt drauf an, wie man die Server-Config einstellt. Man kann das einstellen, dass... Aber man kann sie nervig oder toll einstellen. Und genau für, das. Für Clan Wars hat man sich nervig genau ausgedacht. So, jetzt müssen... Damit nicht einfach Leute zuschauen oder wie? Na gut, muss ich nicht verstehen. Wir machen es einfach und hinterfragen nicht. So, jetzt sind schon 3-4 Spieler ready. Die fangen jetzt alle an, hier ihren Ready-Knopf zu drücken. Dann müssen wir doch mal runter. Und dann fangen die an quasi. Genau, sobald hier alle ready sind, gehe ich vom Server runter und dann gibt's halt den Start. Da gibt's irgendwie so, das ist ja wahrscheinlich nur Ready-Einstellung, oder? Wenn 100% ready sind, fängt man an. Aber ja, genau. Kann der Spectator nicht ready sein. Genau, weil wir haben ja hier als Spectator keinen Ready-Knopf, den wir nicht drücken können und deswegen weiß das System halt in dem Sinne nicht. Kann man nicht einen Konsolenbefehl machen oder so? Nein. Jetzt fragen sie mich, ob ich ready sind. Ja, und du kannst aber als Spectator natürlich auch wieder nicht schreiben, ne? Genau, das war ja das Problem, was wir beim letzten Mal hatten, wo wir gedacht haben, wir könnten schreiben, konnten wir aber nicht. So, die sagen, oder ich... Ja, wir danken an der Stelle dem POD dafür, dass sie uns auch noch einen Server angeboten haben. Jetzt haben wir allerdings einen, vielen Dank. Ich hoffe, der bleibt auch online. So, die sind jetzt ready. Ich gehe vom Server runter und dann startet die Map jetzt auch. So, das heißt, die haben jetzt alle ready gedrückt. Caps Lock. So. Yes. So. Jetzt geht's dann endlich los. So, da sind wir. So, jetzt bin ich auch wieder aufgewacht. Nein, es geht tatsächlich mit dem Match los. Und wir haben Riverbed. Jetzt erklären wir mal kurz, hat bestimmt schon jeder vergessen hier während des Server-Hickhacks. Worum ging es denn eigentlich? Bei Riverbed haben wir halt die 2 Spawn-Bereiche. Einmal hier für die Russen, wie man hier auch sieht. Ja, also und einmal halt gespawnt. Genau, einmal halt hier für die Amerikaner. Die Russen müssen halt versuchen, relativ schnell diese Punkte hier zu kriegen. Ja. Weil, wie man halt sieht, ist es auf der Ami-Seite viel kompakter. Okay. Und ja, wir sehen jetzt hier, dass die R von Sin Akra hier halt versucht, die Mitte mit den schweren Kampfhubschraubern klar zu halten. Wird aber nicht funktionieren, weil hier halt direkt die schwere Anti-R dabei ist. Okay. Jetzt sehen wir es hier, der fliegt natürlich auch sofort weg und zerschießt jetzt hier. Wie hat er schön gemacht? Das hat er wirklich sehr schön gemacht. So, jetzt machen sie das, was ich gesagt habe. Den einen Hügel haben sie sich geholt. Haben sich jetzt hier die Mitte geholt und werden jetzt, denke ich mal, gleich versuchen, hier hochzugehen. Wenn wir jetzt sehen, haben die Russen im Moment wesentlich mehr Vorteil. Ja, jetzt nur noch einen Strich Vorteil noch, weil sie halt hier die Mitte haben. Was man hier sehr schön gesehen hat, ist, dass dieser Panzer von hier bis nach hier oben schießen konnte, da halt aufgrund der besseren Position. Das sind halt ganz wichtige Punkte, die man auf jeden Fall immer beachten sollte, dass man solche Gegebenheiten in der Map ausbaut. Eine niedrigere Position, oder? Ja, aber er hat hier so ein Stück Erhöhung und kann deswegen hier drüber schießen. Wir können jetzt theoretisch auch einen Teil der Einheiten ausblenden, oder? Genau. Dass es zu viel wird. Hier sehen wir alle Einheiten. Ja. Hiermit sehen wir jetzt die, also sollten wir die des roten Teams sehen. Das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Ja doch, das blendet sich hier langsam aus. Genau. Ja, genau. So, jetzt sehen wir hier die Infanterie, schön in den Wäldern verkrochen. Ja, die sieht man jetzt gerade nicht, weil sie sich jetzt komplett versteckt hat. Ja.
Die Jungs von Coma Crew haben das aber mitbekommen und haben jetzt hier sofort einen Artillerieschlag beordert, um halt die Infanterie wegzukriegen. Wir sehen hier die normale Infanterie, die extrem gut gegen R ist, weil sie halt viele Bazookas dabei haben. Jetzt sehen wir hier einen sehr schönen Fight um den Hügel, der jetzt, so wie es im Outset, wohl an Sin Gaming geht, weil sie halt mit den schweren Kampfhubschraubern hier sind. Sie konnten jetzt den einen Punkt schon einnehmen und diesen werden sie jetzt gleich, denke ich mal, versuchen einzunehmen. Im Moment sind keine Tactical Aids, leider. Sie konnten es doch verteidigen durch die schweren. Jetzt sehen wir hier gleich einen Airstrike. Da können wir uns eigentlich mal drauf. Da haben wir gleich noch. Super, jetzt, genau. Jetzt haben wir hier eine schöne Kamerafahrt. Sehen wir halt richtig schön, wie er hier anfliegt und wie er dann jetzt gleich dieses Tactical Aid droppt. Da kommt's. Ging jetzt halt. Bam. Damit hat er halt den Punkt mal eben komplett neutral gemacht. Verstanden. Wir sehen jetzt hier wieder schön diese schweren Kampfhubschrauber, die hier versuchen, die Panzer des Gegners wegzuräumen. Wir sehen. Jetzt haben wir wieder einen schönen Airstrike gesehen. Den Punkt wird sich Sin jetzt schnappen, weil sie. Oder schaffen sie es doch nicht? Nein, sie haben es doch nicht geschafft. Sie haben hier schön diese mittelschwere Anti-Air hinter einem Wald versteckt, dass es halt nicht so einfach gesehen wird. Aber das Problem ist, dass wir halt hier Panzerabwehrinfanterie haben, die halt mit so einem Fahrzeug mal eben, wie man sieht, sehr kurzen Prozess machen. Okay, ist noch ein Schuss, aber es kommt rechtzeitig weg, ne? Ja, es hat sich nochmal gerettet. So, Coma Crew ist jetzt am Drücker. Sie fangen jetzt an, hier die Dominanz wieder auf ihre Seite zu schieben. Jetzt hat die Jungs von Coma Crew, Spliff hat das in dem Sinne gemacht, eine Luftaufklärung, sag ich mal. Damit wird das ganze Gebiet gescannt und man kann auch versteckte Einheiten im Wald sehen, sehr gut, um Infanterie mal aufzufinden. Das hat er halt sehr schön gemacht. Wurde das ist halt auch so erst, eine Tactical Aid. Genau, es wurde halt hier erst gescannt und dann hat er halt hier mit dem Napalm-Angriff reingesetzt, um halt die Infanterie wegzuholen. Jetzt haben wir hier wieder so einen Tankbuster gesehen, auch so ein Tactical Aid, was aber ins Leere ging, weil wie wir sehen, die sieht noch komplett in Ordnung aus. Die Jungs sammeln sich jetzt hier wieder, wie man das hier so wunderschön sieht, um jetzt hier wirklich hoch zu pushen, um sich den Hügel wieder zu holen. Die Drops, die hier kommen, kommen von Coma Crew, also um hier die Punkte weiter auszubauen, weil wie man sieht, stehen hier nur die Fahrzeuge drin und keine Befestigung, wie wir es halt schon beim letzten Mal hatten. Und man sollte die Punkte halt schon befestigen, um sie halt gegen bestimmte Sachen zu schützen. Jetzt haben wir hier schön die defensive Fähigkeit der Panzer gesehen, diesen Smokescreen, diesen Rauch, womit man gegen R in dem Sinne geschützt ist und auch die Treffsicherheit sinkt. Jetzt haben wir wieder einen wunderschönen, sehr schöner Airstrike, den Manoment von der Coma Crew gemacht hat. Er war richtig schön. Sehen wir hier Luftaufklärung, Panzerbrecher. Warum kann ich da jetzt nicht draufschalten? Ja, kannst du schon. Also bist jetzt halt drauf. Ne? Der kommt ja direkt da runter. Ja, da war dahinter. Das ist sehr komfortabel. Man kann also entweder zu der Stelle hinzoomen, wo man sozusagen das hat, oder man kann eben diese Kamerafahrt anwählen, genau, dass man sozusagen dem Flugzeug folgt, was da kommt. Jetzt haben wir hier das gesehen, was ich angesprochen hatte. Diese normale Infanterie ist sehr stark gegen Helis. Hier kamen halt direkt super viele Raketen angeflogen. Ja. Jetzt sehen wir hier den Push-Versuch von Sin Gaming wieder über den Hügel, die sich halt hier wirklich mit allen möglichen sammeln. Jetzt fängt hier aber natürlich an, Coma Crew gegen zu drücken. Allerdings sehen wir natürlich hier diese pure Überlegenheit der Einheiten. Das geht natürlich ganz klar hier für Sin Gaming aus. Hier kam ein schöner Versuch. Hat er versucht abzuschätzen, wo die Fahrzeuge hinfahren. Hat aber nur so halb getroffen, wie man es hier an den Lebensbalken sieht. Jetzt sehen wir hier sehr schön mal so ein Heli, wie er halt mal eben mit einem Tank ganz kurz einen Prozess macht, ohne irgendwie große Probleme zu haben. Ich finde, dass Sin Gaming jetzt hier die Heavy Anti eher ein bisschen doof hinstellt, weil wenn man halt sieht, die stehen hier hinterm Berg, bis die halt mal hier hinschießen, ist, naja, okay, eher suboptimal. Aber ich finde, was wir an der Map schon deutlich sehen, ist, dass es immer eine ziemlich klare Frontlinie gibt, oder? Genau. Die Map, die wir letztes Mal hatten, war, glaube ich, Hometown. Oder Hometown 2 oder so. Seaside. Also in der Beta hieß sie mal Hometown 2. Genau. Okay, ja, Seaside. Da hatten wir immer so mehrere Kampfschauplätze. Genau. Und hier gibt es eine ziemlich klare Front. Wenn man sich das halt nochmal aus der Übersichtskarte anguckt, ist halt der Hauptkrieg eigentlich immer, also hier so in dem Bereich. Ja. Hier außen ist halt gar nichts. Hier unten. Hier das ist so ein kleines Nebenscharmützel. Genau. Auf der linken Seite. So. Und ja, jetzt sehen wir hier wieder einen Tankfight natürlich. Das hat jetzt hier Nimp von der Coma Crew sehr schön gemacht. Er hat sofort den Repair-Tank rausgefokust, dass der halt nicht mehr anfängt, die gegnerischen hoch zu reparieren. Jetzt hier auch noch Air-Support durch Araxis und ja, Sache geklärt, würde ich sagen. Wir sehen jetzt hier. Ja, der war weg.
Okay. An der Stelle ist er halt eingeschlagen. Aber wir sehen jetzt hier, dass sich die Jungs von Coma Crew halt wirklich schon befestigt haben, wenn man sich hier die Punkte anschaut. Halt die Panzerbefestigung, die Infanteriebefestigung und okay. Die Airbefestigung. Also die setzen sich in der Mitte fest. Und ja, genau. Für Sin Gaming wird es ja langsam auch ein bisschen brennen. Genau, also sie müssen sich jetzt noch langsam echt was überlegen. Jetzt haben wir hier wieder sehr schön von der Air gesehen, wie sie halt den Tank auseinandergeschossen hat. Jetzt sehen wir hier allerdings, ja, so ein schweres Anti-Air-Fahrzeug. Was halt mal eben hinterherjagt. Halt allgemein ist es sehr schön detailliert immer noch. Die Rakete ist ein bisschen verwirrt. Irgendwie. Hast du nicht eigentlich gesagt, dass die Amerikaner es leicht haben auf dieser Map? Eigentlich schon, aber man hat gesehen, dass Sin Gaming am Anfang sehr schnell hier über den Hügel drüber gekommen ist und sich gleichzeitig in der Mitte festgesetzt hat. Und wenn man es schafft, sich da halt einmal richtig festzusetzen, dann kann man sich sehr leicht wirklich einen Vorteil holen. Zumal sie auch noch hier unten diesen total abgelegenen Punkt haben. Von daher, sie haben halt hier, man kann ja Infanterie droppen und die wir halt sehen, das hier ist diese gedroppte Infanterie über die Tactical Aid. Und die hat dann halt den Punkt langsam aber sicher klar gemacht. Wir sehen jetzt hier so einen Rettungsversuch, sage ich mal nochmal, von Sin Gaming über den Berg drüber, um natürlich den hier wieder einzunehmen. Ja, so wie es im Moment aussieht, könnte das sogar hinkommen. Hier sehen wir, dass hier dieser Repair-Tank schön gesaved wurde. Der hat mittlerweile einen Stern, was halt der höchste Rang ist. Okay. Das heißt, diese Reparier-Cooldowns, wie die Notfallreparatur oder sowas, sind halt wesentlich schneller aufgeladen. Ja. Schöner Airstrike hier, um natürlich den Punkt zu räumen. Aber der Panzer würde nie im Leben bis da oben hinkommen. Alleine schon, weil er hier steht. Wir sehen jetzt hier wieder ein sehr schönes Teamplay. Jetzt hier, Tank ist da, Anti-Air ist da und die Air. Also das ist wirklich sehr schön. Coma Crew ist immer noch stark im Kommen. Jetzt sehen wir es hier. Ja, da haben sie es halt versucht gegenzumachen, aber ging halt nicht, weil nichts da stand. Jetzt haben sie hier schön durchgepusht. Hier steht jetzt nur noch die MG-Befestigung. Okay, das heißt, sie könnten also jetzt die drohende Niederlage vielleicht nochmal abwenden. Vielleicht nochmal abwenden, wenn sie jetzt hier die MG-Befestigung ganz schnell kaputt machen und den Punkt halt einnehmen. Oh, schöner Airstrike, der hat sehr gut gesessen. Der Tank hat noch 55 AP, das ist halt gar nichts mehr. Aber jetzt haben sie den Punkt eingenommen, oder? Den Punkt haben sie und der noch nicht, aber da steht halt auch nur noch eine Panzerbefestigung. Okay. Und mit den zwei Panzern ist die halt Schnee von gestern. Ah, jetzt sehen wir auch, wie hier sich die Air zurückziehen muss, weil halt hier die Anti-Air dabei ist. Aha. Der erste Tank ist jetzt down. Allerdings down. Und der zweite schießt immer noch kräftig auf. Ja, aber diese Befestigung ist jeden Moment tot da. Okay. Jetzt müsste es eingenommen sein. Jetzt ist Sin Gaming wieder im Vorteil, wie man sieht. Also sie können sich jetzt eventuell nochmal zurückkämpfen, wenn sie es jetzt schön machen. Okay. Wir sehen jetzt schön, wie Mokai seine Heavy Anti nach vorne zieht, um die Helis zu vertreiben, was auch funktioniert. Ja, dann offensichtlich auch zielsuchende Raketen, ja. Genau, die haben zielsuchende Raketen. Auch die Anti-Air-Infanterie ebenfalls. Sehen wir hier einen wunderschönen schweren Artillerieschlag von Coma Crew. Nimp hat ihn ausgeführt. Man sieht halt hier wirklich auch diese schönen Effekte, wie halt alles hochgeht. Sehr schön. Allerdings haben sie den Punkt jetzt eigentlich verloren, weil hier kommen jetzt 5 Heavy Tanks, ein Stern-Repair-Tank, dazu noch die Air. Da können wir eventuell mal einen Blick auf die Statistiken werfen. Genau. Da ist ja außer. Wenn wir uns das hier angucken, hat Coma Crew einen Punkt mehr. Ja. 86%. Hat 93% ausgebaut von allen Punkten, die sie haben. Das ist wirklich viel. Sie haben einen Veteran, einen Stern. Den sehen wir hier unten sogar noch. Ja. Sin Gaming hat 2 TAs mehr geused, also benutzt. Bringt ihn aber jetzt gerade auch nicht so viel. Aber Coma Crew hat nur 3 Kills mehr. Also daran sieht man, dass jetzt dieses Einheitenkillen nicht ganz so wichtig ist, sondern halt wirklich, wie man im Team zusammenspielt. Coma Crew ist jetzt halt natürlich wieder am Drücker, weil sie den Punkt wieder oben haben. Jetzt versucht hier wieder mit einem zweiten schweren Kampfhubschrauber, versuchen sie hier die Heavy Tanks zu verjagen, dass sie die Punkte oben wieder einnehmen können. Und da sehen wir halt, wie viel Schaden so ein schwerer Kampfhubschrauber wirklich gegen Tanks macht. Das ist wirklich extrem krass. Da kommen ihnen aber schon die Abwehrraketen entgegen. Schafft das? Wenn er den jetzt retten kann, wäre das sehr gut. Ja, das hat er geschafft. Schöner Airstrike. Ein Veteran, ja. Genau, wo haben wir ihn? Da, das ist ein Veteran, das sieht man an den Sternen. Also schon der zweite Veteran. Genau, das müsste man jetzt auch auf den Statistiken sehen. Ja, 2 Veteranen für Coma Crew. Das bringt dann schon einen Vorteil, ja, im Kampf. Genau. Die Punkte, ja, sie sammeln sich jetzt halt hier oben wieder und werden jetzt versuchen, sich hier den Hügel wieder zu holen. Man sieht jetzt auch hier wirklich wieder sehr schön, was ich eben angesprochen habe. Aufgrund dieses Vorteils, den Nimp hier hat, kann er halt wirklich bis nach da hinten die Tanks unter Beschuss nehmen. Das ist halt wirklich so eine Sache, so, das bringt wirklich gewisse Sachen. Da gab es den Luftangriff schon oder gibt es jetzt schon? Nein, den gab es schon.
Ja, die Tanks bahnen sich jetzt hier ihren Weg. Wir werden jetzt hier gleich die MG-Befestigung kaputt machen und dann auch den Punkt wieder einnehmen. Und so langsam wird es halt echt schwer für Sim Gaming. Sie haben noch 8%, die sie halt da noch zu verteidigen haben. Klemmen wir uns nochmal auf den schönen Helikopter drauf. Und das ist halt sehr schön gemacht hier von Arexis. Was war das? Es gibt einen Tactical Aid, der halt die Flugzeuge von Momo, die in einem gewissen Gebiet bleiben. Okay. Und der hat halt mit den Tanks... Das ging aber ziemlich schnell jetzt, oder? Ja, das dauert 15 Sekunden, okay, bis er gekommen ist. Und er hat es halt schön gemacht, er hat den Tank halt hingestellt. Dadurch haben die Helis halt immer auf den Tank geschossen. Dann hat er halt mit diesem Smoke Zeit geschenkt, wo sie drauf geschossen haben. Und dann kam er halt. Und dann war vorbei. 5% noch hier, totale Dominanz jetzt für die Koma-Crew. Da gibt es gar keinen Punkt mehr. Sehr schöne Panzerbrecher. Nein, also die sind jetzt wirklich kurz... Entweder haben sie schon die Total Domination oder... Ja, die haben noch... Doch, sie müssen die eigentlich haben. Vielleicht sieht man sie nur nicht. Nein, sie haben noch nicht Total Domination. Dieser Punkt hier ist noch weiß. Ja. Wenn sie noch mit denen reinkommen, haben sie... Nein, da ist wieder blau. Also wenn sie diese beiden hätten, jetzt haben sie sich wieder ein bisschen zurückgekämpft. Ein Punkt. Aber der kommt schon von Infect von Zinn, das GG. Also die Map, diese Seite ist so gut wie gelaufen. Das ist 0%. Das muss ja vorbei sein, oder? Ja, das ist so ein bisschen mehr, aber jetzt sehen wir es. Ah, okay. Da ist es. So ja, weit. Damit haben wir die erste Hälfte dieser Map sozusagen gesehen, genau. Jetzt gibt es halt den Seitenwechsel, wie man es auch aus Counter-Strike oder sonst woher kennt. Okay. Da hat jemand 999 Punkte oder 889? Nee, das sieht noch 999 aus, würde ich mal sagen. Gar nicht so schlecht. Ja, nee, wie auch immer, die Punkte sind nicht so entscheidend, denn man muss ja im Team spielen. Genau. Das heißt, wichtiger ist, wie viel man zusammen sozusagen. Genau. Ja, also Gold Coast Squad, jetzt die Koma Crew, sehr gute Leistung hier gebracht. Also sie haben ein sehr schönes Teamplay gemacht, weil sonst hätten sie es halt am Anfang nicht geschafft, sich so schnell da durchzukämpfen, um halt wirklich die Punkte zu nehmen. Sie wurden zwar auch ein paar Mal zurückgeschlagen, aber im Endeffekt haben sie halt über längere Zeit den kühlen Kopf bewahrt, sage ich mal. Ja. Und konnten dann halt dadurch halten. Das ist halt somit eigentlich einer der zentralsten Punkte. Das ist dieser Punkt in der Mitte. Ja. Halt, wenn man den hat, kann man halt wirklich sehr leicht zu allen Punkten hinweggehen. Und da deswegen, stehen jetzt auch schöne Häuschen und so. Die standen ja, das, am Ende nicht das mehr. Das steht dann noch. Ich glaube nicht mehr allzu lange. Ja, die Jungs joinen jetzt hier wieder. Natürlich mit Seitenwechsel. Sin ist komplett da. Ich guck mal eben in die Comments, ob wir hier vielleicht ein paar Sachen haben, die wir... Wie sieht das denn aus mit der Artillerie? Wird die einfach nicht genutzt oder ist das nicht erlaubt in der ESL oder einfach gerade im Moment nicht so sinnvoll? Doch, also natürlich, die Artillerie ist in der ESL erlaubt, das ist nicht verboten. Das Problem an der Artillerie ist, dass wenn man halt mit Artillerie spielt, sind halt die Anti-Air-Möglichkeiten stark begrenzt. Okay. Also weil man halt, der Supporter kann halt entweder Artillerie oder Anti-Air und dann geht man halt in der Regel wirklich lieber auf die Anti-Air, die halt dann das vom Himmel holen lässt, dann lieber die schweren Kampfhubschrauber das wegschießen. Es gibt Teams, wie zum Beispiel die Jungs von ein russisches Team, die spielen hauptsächlich zum Beispiel auf C-Side trotzdem mit Artillerie und machen das auch wirklich sehr gut. Also da kann man nichts sagen. Die Jungs sind jetzt alle am Server. Wenn jetzt wieder alle hier ihren Ready-Button drücken würden, würde das losgehen. Ich guck mal, ob ich noch was weiteres finde. Kann man damit rechnen, dass World Conflict auch in die EPS 13 kommt? Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen zu früh zu sagen. Ja, ich denke mal, das kommt ganz drauf an, wie sich World Conflict in der 12er EPS schlagen wird. Und wenn natürlich die Resonanz der Leute draußen groß ist oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich auch eine 13. EPS für World Conflict geben wird. Parabird sollte ja eine ESL Pro Series bekommen, hat dann letztendlich schon die ESL Amateur Series, war nicht erfolgreich genug. Hier wird es hoffentlich anders. Also die EPS kommt auch und da freuen sich, denke ich, auch alle drauf. Es hat schon die heiße Phase angefangen, glaube ich, ne? Am 1. November beginnt die. Oh, am 1. November erst? Jawohl. Okay. Also das geht jetzt bald los. Ja, jetzt muss noch ein Spieler von Skillless Natural, von Sin Gaming, halt den Ready-Button drücken. Okay. Warten jetzt alle auf Sin Infect. Ja, wir wollen irgendwelche ESL-Admins grüßen. Das meine ich natürlich nicht. Nee. Wie gesagt, nichts so schön. Jetzt. Da könnt ihr bitte zum Quakenet-Radio gehen. So, die waren jetzt alle ready. Jetzt nochmal eben den Server. Da ist er. Rejoin. Und ja, ich denke mal, es wird jetzt sehr interessant zu sehen, wie sich Sin Gaming, wie sich jetzt Koma Crew halt auf der vermeintlich stärkeren Seite schlägt. Okay. Ob sie dann noch dominanter sind oder ob einfach die Rollen vertauscht sind. Genau das. Ja, am Anfang weiß man das auch immer nicht. Man sagt so, das ist hier eine ziemlich einseitige Map und dann auf einmal hat ein Team die Mörder-Taktik und plötzlich... Gewinnt es halt trotzdem. Genau. Also jetzt sehen wir halt hier den Spawn von den Jungs von Koma Crew und halt dazu parallel kommen hier die Spawns von Sin. Sin spielt eine für mich etwas komische Taktik, weil sie hier drei Heavy Air bekommen. Okay.
Und Air Valiant spielt noch mittelschwere Kampfhubschrauber. Das heißt, die mixen das jetzt, zwei Air-Spieler sozusagen. Ich weiß nicht, ob bei Infanterie, doch, die spielen ohne Infanterie, wie man halt hier sieht. Keine Infanterie. Der eine der Klasse switchen auf, die anderen dürfen ja nur eine spielen die ganze Zeit, ne? Ja, genau. Es gibt einen Switcher und der Rest muss halt immer eine Klasse switchen. Der Switcher ist jetzt gerade auch Air, sozusagen. Und der Infanteriespieler hat einfach als Infanterie Air gekauft, das kann er ja. Die versuchen jetzt hier natürlich, wie ich es mir dadurch gedacht hatte, mit den mittelschweren Kampfhubschraubern, die halt stark gegen die schweren sind, natürlich die unter Kontrolle zu halten. Allerdings spielt Komaku spielt mit zwei richtigen Air-Spielern, das heißt, der Switcher spielt keine Armor, sondern halt auch Air. Und dadurch haben sie natürlich einen extremen Schaden, der aus der Luft kommt. Die pushen hier. Das heißt, man braucht dann viel Anti-Air. Man braucht viel Anti-Air, um das unter Kontrolle zu halten. Dazu sind natürlich die drei Mittelschweren durch die Taktik von Sin direkt ein ganz netter Konter dafür. Wir sehen jetzt hier, dass es direkt hier wirklich richtig abgeht am Hügel. Hier ist direkt richtig, richtig Fight. Wir schalten uns jetzt hier mal auf so einen mittelschweren Kampfhubschrauber im Fight, wie er hier das unter Beschuss nimmt. Sehr schön, auch noch die Raketen dazu. Da müsste er jetzt eigentlich. Da ist er tot. Die Tanks ziehen. Wow, da haben wir wieder so einen schönen Luftschlag gesehen. Unsere Streitkräfte halten die Straße. Nee, gerade nichts mehr, alles abgelaufen. Sin Gaming ist jetzt ein bisschen am Drücker, wie man das hier an dem orangen Pfeil sieht. Aha. Wir sehen auch 53%, also ein genau, bisschen. Genau, wie sieht es denn allgemein aus? Vorgearbeitet. Und jetzt, oh, schönes Teamplay jetzt hier wirklich von den Jungs von Sin. Sie haben sich die Straße eingenommen, sie haben den Tank hier weggeschossen und haben halt gejobbt. Dadurch sind sie jetzt wirklich extrem im Pusher, im Lead. Haben sie wirklich sehr schön gemacht. Aber ja, Sin hat sich ähnlich wie Coma Crew eben die Mitte mal komplett gesichert. Die ist halt komplett rot. Und halt den Hügel hier auch, ist ja normal. Und den auch schon so, ich würde sagen, ansatzweise durch den mittelschweren. Der wartet aber noch. Warum wartet der? Ja, weil wenn ein Mittelschwerer halt alleine vorfährt, der hat kein Backup oder so, da muss halt nur ein Panzer stehen und das Ding ist halt macht gegessen. Das denn einen Unterschied, ob ich draußen warte oder in diesen Kreis reinfahre? Na, eigentlich. Also wenn man halt in den Kreis reinfährt, hat man ihn halt schon zumindest mal für seine Seite und draußen halt nicht. Kann das sein, dass dann vielleicht die Gegner ihn noch nicht entdecken oder so? Ja, ich denke mal, der Gedanke dahinter war, dass man teilweise präventiv diese Luftschläge fordert, diese Schwarmbomben. Ja. Und wenn dann halt jemand drin steht, geht das Fahrzeug halt tot. Und wenn es halt draußen steht, überlebt es erstmal noch einen Moment. Ah, okay. Jetzt sehen wir hier, für die Anti-Air, die hier schön aufräumt, fliegen sehr viele Raketen rum. Und wow, das hat die Accra sehr schön gemacht, wie man hier sieht, einen quasi scheintoten Helikopter nochmal gerettet. Sie nehmen jetzt hier die Infanterie direkt sehr schön aufs Korn. Was man schön gesehen hat, ist, normalerweise kann man als schwerer Kampfhubschrauber, wenn man den direkten Angriffsbefehl gibt, Infanterie nur mit einem MG aufs Korn nehmen. Wenn man aber, man kann bei den schweren Kampfhubschrauber Attack Ground befehlen, also Boden angreifen, und wenn man das dann halt zieht, kann man tatsächlich auch mit den Raketen die Infanterie angreifen. Ah, okay. Hat Accra sehr schön gemacht. Hier kommt jetzt ein Push-Versuch wieder von Komaku durch die Mitte, die auch mittlerweile echt in Rückstand geraten. Also sie müssen sich da jetzt echt was überlegen. Aber die Überlegenheit hier in der Mitte ist halt wirklich deutlich mit den ganzen Heavy-Tanks, mit der Air. Jetzt hier allerdings schöner, schwerer Artillerieschlag. Kann man auch nochmal gerne ranzoomen, wie man hier halt wirklich alles sieht. Wie wurde eigentlich die Map bestimmt? Das ist immer so Matchweeks-mäßig, genau, oder? ERS hat halt vorgesetzte Matchweeks, wo halt die Pflichtspiele von der Map halt ausgesucht werden müssen. Und diese Runde, diese Runde kann man ja eigentlich sagen, ist es halt Riverbed. Okay. Sehen wir hier keine Technical Aids gerade irgendwie. Dann könnte man es nochmal schön auf eine draufschalten. Wir sehen jetzt hier natürlich, die Heavy Air versucht hier sofort zu kontern. Was hier Arexis von Coma Crew versucht ist, dieser Scout-Helikopter hat die Fähigkeit Infrarot-Scan. Damit kann man halt durch diese Rauchwolken durchscannen und sieht dann trotzdem die die versteckten Einheiten, die eigentlich blind wären für den starken Attack-Helikopter. Aber was man hier schon gesehen hat, ist, dass man es halt auch wirklich machen kann, mit den schweren Kampfhubschrauber die Heavy Air wegnehmen. Solange es nicht übermäßig viel ist, geht das. Jetzt sehen wir hier Coma Crew mit einem, ich würde mal sagen, Push-Versuch Richtung E-Werk, wie sie hier halt direkt wirklich kommen, mit drei Tanks, mit der schweren Anti-Air, mit der Infanterie. Versuchen sie sich das jetzt hier wiederzuholen, das müssen sie auch, weil sie wirklich langsam in arge Bedrängnis kommen. Also ich würde sagen, nach 5 Minuten schon, das ist wirklich sehr ordentlich. Jetzt kommt hier wieder ein starker Artillerieschlag. Nein, jetzt bin ich auf den Scout-Helis gelandet. Da. So, sie haben hier, der Push-Versuch wurde durch die schwere Artillerie und durch den Panzerbrecher
okay. niedergeschlagen, könnte man sagen. Die Dominanz ist nicht mehr ganz so schlimm bei Nee, die Dominanz ist nicht mehr ganz so schlimm, da sie sich hier unten die Straße geholt haben, den abgelegenen Punkt. Das war auch ganz wichtig, weil sonst würde es ja noch viel stärker in ihre Richtung ticken, als es das sowieso schon tut. Man sieht hier ganz stark, dass Sin Gaming sich hier darauf ausrichtet, diesen Punkt zu halten. Das sieht man an den ganzen Panzern, die hier rumstehen. Sie versuchen jetzt ein sehr defensives Spiel zu machen und dadurch halt einfach langsam das Ding für sich zu entscheiden, jetzt nicht zu überstürzen, ist in gewissen Punkten sogar wirklich das Beste, was man machen kann. Was hier der Erstspieler von Sin Gaming gemacht hat, Akra, sehr schön, hat halt auch wirklich zuerst den Reaper Tank raus. Ah, haben wir wieder diesen schönen Taktik direkt gesehen. Die Straße ist jetzt wieder weg für Komachu, den hat Sin jetzt wieder. Jetzt hier wieder starke Führung auf der Seite von Sin. Also da muss sich Komachu jetzt bei noch 22% wirklich was einfallen lassen. Wie wird denn das gewertet, wenn jetzt... 100-100? Ja. Draw. Das ist ein Draw, egal wie schnell man war. Egal wie schnell man war, es kommt auf die Punkte an. Da mache ich den Gegner in 2 Minuten nackig und er braucht 15 und dann ist es trotzdem Draw. Wir hatten das mal, dass wir es über die Zeit geregelt hatten. Allerdings gab es dann wieder negatives Feedback von der Community, weil halt die ESL sich darauf einstellt, halt auch das, was die Community fordert. Und dadurch haben wir es halt wieder auf Ticket gestellt. Und damit fahren die Leute bis jetzt eigentlich ganz gut. Wenn wir uns hier nochmal die Stats angucken, sieht man ganz klar, dass Sin wesentlich mehr taktische Hilfen benutzt hat. Okay. Was die bunkern halt sich weniger ein. Genau. Was man aber jetzt deutlich sieht, was bei World in Conflict fast egal ist, wir sehen viel mehr Kills auf der Seite von Komachu, aber trotzdem sind sie halt im absoluten Rückstand momentan. Also es ist halt nicht so wie bei CS, wo man halt sagen könnte, eigentlich, wer mehr Frags hat, gewinnt meistens auch wirklich die Seiten. Aber wir sehen jetzt hier einen Push-Versuch wieder von Komachu über den Hügel, der auch wohl gelingen wird, weil wir sehen hier keine Befestigung, da braucht einfach nur ein Fahrzeug reinfahren und fertig. Und hier haben wir nur 2 von 3 möglichen Befestigungen. Also das sollte es Komachu wohl schaffen, hier den Punkt zu holen. Ich denke mal, sie teilen sich jetzt auf. Ich fahre zurück. Warum? Ah, deswegen. Das ist wieder das. Nimp hat es wieder schön gemacht, hat wieder die Heavy Air quasi an sich gebunden, hat gesagt, so Jungs, komm, schießt auf mich. Und hat den halt dann mit dem Luftangriff weggeholt. Metaphorisch die Zunge rausgestreckt und genau das weggefahren sind. Genau das. Allerdings ändert es nichts. Sin Gaming ist richtig am Pushen. 13% nur noch für Koma Crew. Also, das machen sie wirklich sehr gut. Das ist das, was ich angesprochen hatte. Nein, das ist eigentlich nur das Gegenteil, was ich angesprochen hatte. Sin Gaming macht es eigentlich noch stärker, als es eben Koma Crew gemacht hat, auf der in Anführungszeichen benachteiligten Seite. Was wir hier sehr schön gesehen haben, war durch einen Panzerbrecher, das trotzdem ein R getroffen wurde, weil er halt einfach eine Rakete getroffen hat. Ja, zufällig in der Nähe sozusagen. Genau, das ist, ob das jetzt gewollt war, mag ich mal dahin zu stellen, auf jeden Fall sehr schön gemacht. Wir sehen jetzt hier, dass Sin Gaming jetzt doch anfängt zu pushen und halt versucht, ja okay, jetzt ziehen sie sich gerade wieder zurück. Ja, wir sehen auch warum. Schwerer Artilleriebeschlag. Soll halt da mal ein bisschen das Feld ausdünnen. Der Tank hat kaum noch Leben. Ich denke mal, der wird jetzt auch sehr bald von der Heavy Air rausgefokust. Ja, der erste ist schon down. Hier, sehr schön, wie ich es angesagt habe, der Scout-Heli dabei, der wird scannen und dadurch ist halt der Smoke da, aber er wird einfach durchblickt. Jetzt hier die Heavy Antia, verjagt natürlich erstmal wieder die Helis, ist ja klar. Die Straße ist jetzt in russischer Hand. Die Straße hat sich Sin Gaming jetzt auch wieder geholt, dadurch jetzt natürlich extremer Vorteil für Sin und alles läuft über die jobbare Infanterie, über diese Luftlande. Aber sie haben keine Anti-Air sozusagen, das heißt, die können jetzt ziemlich leicht den Spot jetzt wiederholen. Genau, sie müssen halt, wie sie es hier auch machen, einfach den Punkt, wow, da ist Medium Air, die vertreibt natürlich sofort die Heavy Air durch die Raketen, durch die Sidewinder-Raketen. Und jetzt hier noch die Heavy Anti-Air vertreibt jetzt aber wieder die Medium Air. Also Vorteil jetzt an der Straße, eigentlich für Koma Crew, wenn sie jetzt da mal Einheiten jobben. Ist da irgendwas im Kommen? Koma Crew? Ja, die werden jetzt hier gleich jobben. Denn einen Punkt haben sie auch schon. Müssen wir hier eigentlich, da sehen wir es. Da kommt die Luftlandeinfanterie. Und damit geht der Punkt jetzt gleich wieder. Es kommt jetzt noch an, was hier jobbt. Einmal Sin Gaming. Ja, nicht. Doch nicht. Also Komachu muss sich jetzt auf jeden Fall was überlegen. 7% noch. Das ist wirklich jetzt krass. Den wird jetzt halt aufs Korn genommen. Was ich jetzt hier gar nicht verstehe, ist, warum Akra jetzt wirklich nur... Ah, da war wieder das Zunge rausgestreckt. Gehen wir nochmal mehr hier hin. Wie wir hier sehen, die Punkte sind... Ich sage, es geht in die andere Richtung wieder. Genau, Komachu hat jetzt... den Vorteil sich wieder geholt, zwar nur knapp, aber sie haben es, weil sie sich jetzt hier den Hügel gesichert haben. Für sie kann es eigentlich nur heißen,
egal, alles auch wenn es 1% am Ende noch ist, wir haben gewonnen. Auf jeden Fall nicht wenn's, die 100% kassieren. Wenn es 99 zu 1 steht, gilt das gewonnen für Koma Crew mit 1%. Okay, das heißt, dann wäre der Score 101 zu 99 oder so? Genau das. Okay. Und damit würde das halt funktionieren. Allerdings ist das jetzt wieder Usos, dass Sin Gaming die Straße wieder geholt hat. Damit sind sie jetzt wieder im Nachteil. Die Jungs von Koma Crew müssen sich jetzt ja wirklich was überlegen. Sie schlagen sich wirklich wacker. Sehen wir hier irgendwas? Ja, Artillerie-Sperrfeuer. Dürfte jetzt jeden Moment nochmal einschlagen. Da kommt's. Sieht man halt wirklich. Da war vielleicht vorher jemand. Ja, aber es ist halt, wenn halt wirklich was drinsteht, ist es wirklich quasi tot, weil halt wirklich dieses Sperrfeuer so viel Schaden macht. Sin Gaming jetzt wieder deutlicher am Drücker, wie wir es hier an den Pfeilen sehen. Ja, also Koma Crew muss sich jetzt echt was überlegen. Wurde hier wieder Einfunk neutralisiert. Also im Moment geht es eigentlich hier über die Straße. Man sieht jetzt hier ganz klar, dass Spliff mit der Air und Manomin mit dem Support versucht, das hier zu holen. Aber Sin hat da natürlich was gegen, deswegen kommen sie hier sofort mit den Schwerhubschrauber und halten das da wieder klar und sagen so nicht, Leute. Jetzt hier massiver Push-Versuch stand da noch ein Haus, jetzt nicht mehr. Ja, sie versuchen es jetzt hier wirklich, sie sind jetzt stark am Drücker, das muss man ihnen lassen. Sie haben sich jetzt wirklich einen Vorteil erkämpft, lange erkämpft und versuchen den jetzt auch wirklich zu halten. Wir sehen es jetzt hier sehr schön hier mit der schweren Raketenfahrzeugen, wird hier die eher aufs Korn genommen. E-Werk jetzt wieder komplett eingenommen, also jetzt wieder starker Rückpushversuch von Koma Crew. Also nochmal gut zurückgekommen. Sie haben sich nochmal hart ins Spiel zurückerkämpft, jetzt haben sie wirklich wieder sehr viel. Jetzt versuchen sie ja nochmal wirklich aus allen... Registern, hier kommt nochmal ein Luft-Luft-Angriff, der aber nichts treffen wird, weil es war keine Air mehr da. Wir sehen jetzt wirklich, wie schnell das geht, wie schnell Koma Crew sich jetzt hier wieder einen Vorteil erkämpft und den auch wirklich braucht, weil sie brauchen Vorsprung, wenn sie es noch über die Zeit retten wollen. Allerdings, jetzt hier sehen wir natürlich ein starkes Aufgebot an Einheiten. Hier wieder, wow, schöner Luftangriff, hat sehr viel wieder mitgenommen. Wir sehen jetzt hier, die Straße wird jetzt wirklich wieder von Koma Crew eingenommen. Sie versuchen es jetzt hier mit allen Mitteln, mit Trucks und so weiter, das einzunehmen. Straße geht jetzt auch in diesem Moment wieder an Koma Crew, dafür ein noch größerer Drücker jetzt auf der Seite von Koma Crew. E-Werk gehört auch zu Koma Crew. Der Hügel gehört oben Koma Crew. Das heißt, eigentlich hat Koma Crew nur noch einen Punkt und das ist dieser Hügel. Wenn der jetzt fällt, hat Koma Crew sich nochmal auf eine Total Domination zurückgearbeitet. Und das wäre dann doch schon wirklich sehr, sehr krass. Okay, wir sehen aber, wie stark sich hier im Moment der Balken verschiebt. Also eventuell muss es auch gar nicht die Total Domination sein. Nein, also das ist jetzt wirklich bis auf 2 Punkte, wenn wir uns jetzt hier den Score nochmal angucken. Wir sind jetzt wirklich mit 9 Perimeter Points, mit 9 Punkten zu 2. Okay. Wirklich mit 7 im Lead und das ist richtig, richtig schön. Und jetzt zahlen sich dann die Mehrkills auch offensichtlich mal aus. Ja, jetzt fangen sie mal an, sich auszuzahlen. Da sehen wir jetzt gleich wieder einen wunderschönen Luftangriff, der jetzt hier gleich wieder reinfliegen wird. Nein, Kamera. Jetzt. Hat aber nichts getroffen, war also quasi verschwendet. Wir sehen jetzt hier allerdings, dass Koma Crew sich wirklich sehr schnell zurückkämpft. Das sehen wir einfach daran, wie schnell diese Prozentzahlen hochgehen. Sie versuchen jetzt wirklich mit allen Mitteln das Ding nochmal zu drehen und in diesem Moment aussieht, schaffen sie es auch. Allerdings, wir haben auch gesehen, wie schnell sich das Match wieder wenden kann. Koma Crew war quasi tot. Sie hatten quasi verloren und kämpfen sich dann wieder so stark zurück. Allerdings hat Sin Gaming jetzt die Kontrolle über das E-Werk wieder geholt, zumindest neutralisiert, weil hier die Panzer drin stehen. Also Gegenpush jetzt natürlich auch von Sin. Allerdings jetzt hier durch die schweren Kampfhubschrauber Vorteil ganz klar auf der Seite von Koma Crew, die jetzt hier den Repair Tank jagen und letzten Endes auch erwischen, haben sich das E-Werk jetzt wieder gesichert. Und wie wir es halt sehen hier, jetzt kommt halt wirklich oben auf den letzten Punkt, sie wollen jetzt hier das Total Domination holen. Und das schaffen sie auch, wenn die Tanks schnell genug sind. Die Heavy-Anti wurde direkt mal ausgelöscht. Die Befestigung ist weg. Der erste Punkt gleich. Da steht keiner mehr drauf. Nein, die sind komplett frei. Da muss jetzt nur noch was drauf fahren und der Punkt geht an Koma Crew. Und dann haben wir einen Total Domination. Mal, da fahren sie durch. Ja, weil hier die Trucks noch kommen. Und hier auch noch die Infanterie, die wird den Punkt hier einnehmen. Jetzt haben sie gleich den obersten Punkt. Jetzt ist der Truck drin. Punkt 1. Punkt 2, Total Domination für Koma Crew. Also sie haben sich wieder komplett zurückgekämpft. Richtig schön gemacht von den Leuten. Jetzt sehen wir jetzt halt, wie schnell es geht. Wie schnell es jetzt wirklich effektiv geht. Jetzt schnell den Punkt hier zurückholen. Und das werden sie, glaube ich, nicht schaffen. Und ich glaube, das ist fertig. Da kommt auch schon das GG von Sin. Also die haben aufgegeben. Ja.
Kuma Crew hat sich dementsprechend nochmal richtig nice zurückgekämpft. Ja, die haben mal, also einen guten Kampf haben sie sich hier geliefert. Und Sim war noch gar nicht so schlecht in der zweiten Hälfte. Aber hier am Ende, das war schon sehr beeindruckend von das der Kuma Crew. Das war richtig geil. Also Kuma Crew hat es dann wirklich zum Schluss nochmal richtig zusammengerissen, hat nochmal ein richtig gutes Teamplay hingelegt und haben das Ding wirklich umgerissen. Ja, jetzt sind es noch 8%, 7%. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Und da ist es dann jetzt auch gelaufen. 200-0 für Kuma Crew. GGs natürlich hier von beiden Seiten. 200-0. Ja. Mensch, nicht schlecht. Also da haben wir nach langer Wartezeit dann noch ein ziemlich nettes Spiel gesehen, muss ich ja, sagen. Ja, ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Ja. Was bleibt, sage ich mal? Es sind natürlich noch mehr Matchwochen. Ja, es kommen noch bis, also der Ladder Shot für die EPS ist am 16.12. müsste das sein, das ist ein Sonntag, da ist der letzte Spieltag und danach ist dann halt Finish. Okay, und dann wissen sozusagen die Teams, ob sie denn ESL Pro Series spielen. Dann. Und die restlichen haben dann so Qualifikationsturniere? Genau, auch? Also die ersten sechs sind direkt qualifiziert für die ESL Pro Series, Platz 7 bis 22, spielt in einem Relegationscup um 4 Plätze. Und dann gibt es nochmal 3 Last Chances Cup, wo jeweils die, die ins Finale kommen, auch nochmal einen Slot kriegen. Also kommen wir dann insgesamt wie jede andere Pro Series auch auf 16 Teams. Okay. Und ihr als Stofftier Online wollt natürlich auch damit dabei sein, denke ich. Ja, wir hatten in letzter Zeit Member-Probleme, da alles zusammengekommen ist. Wir haben kaputte Grafikkarten, wir haben kaputte Internetanschlüsse und damit ist halt das Planen sehr schwer. Sind deswegen auch mit in die zweite Division abgerutscht. Okay. Das haben wir jetzt aber hoffentlich alles überstanden und können wieder anfangen. Und dann ist unser Ziel auch ganz klar, dann wollen wir die Direktqualifikation schaffen. Ja, und vielleicht, ob ihr den ersten noch machen könnt, aber so ein paar Bildschirme wären auch nicht schlecht, oder? Ja, uns würde es reichen, Platz 6 zu sein, dass wir die Direktquali haben. Dann müssen wir uns nicht durch die Cups quälen. Ansonsten Platz 2 kriegt man, glaube ich, Kameras und Platz 3? 3 sind Razer Death Dealer, diese Mäuse. Ah, okay. Ja. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, ansonsten hat man noch andere Turniere so in der ESL. Man kann natürlich Ladder spielen, ne? Ja, im Moment laufen noch der Opening Cup und der End Cup. Okay. Also End Opening Cup, die halt noch ausgespielt werden müssen. Mhm. Und dann halt mal gucken, was die ESL noch in Cup so bringt. Ich denke mal, da ist noch auf jeden Fall einiges drin. Aber man kann auch jetzt, sage ich mal, in die ERS noch einsteigen, auch als neues Team und da durchaus noch mitmischen. Also man kann ja, wenn man halt bis Mittwochabend 23.59 noch in die ERS joint, hat man noch die Möglichkeit, da man vor der heißen Phase gejoint ist, sich noch über die Direktqualifikation auch noch für die ESL zu qualifizieren. Ansonsten kann man zwar mitspielen, aber es würde auch ein erster Platz nichts bringen. Ja, zumindest keine Direktqualifikation. Also nichts für die ESL Pro Series genau. In dem Fall. Okay. Wir haben jetzt Riverbed gesehen. Ist dann das eine Standard-Map? Wie viele Maps gibt es eigentlich? Also wie viele werden da gespielt, sag ich mal? Oh, ich glaube, es werden so um die 10 Maps gespielt, vielleicht 11, irgendwie so aus meinem Dreh rum. Also der Map-Pool ist ja schon eine ganze Menge, ne? Ja, wir mussten halt, also die ESL hat halt 2 Maps rausgenommen. Liberty, weil es halt viele Inseln war und viel Wasser. Und Xmas, weil es dann Brückenbug gibt. Aber wenn das gefixt wird von Massive, dann werden wir noch mehr Maps im Pool haben. Okay, also wir freuen uns da auf jeden Fall auf Turniere, natürlich auf die ESL Pro Series, aber bis dahin ist ja noch eine ganze Weile. Ansonsten kann man auch jeden Freitag auf den Interfly Night Games Weg anzocken. Genau, also wenn man einfach mal da ist. Ich glaube, wir sind am 9.11. noch in München und am 23.11. in Hamburg. Genau. Dann kann man es natürlich auch auf den WCRFS ESL Pro Series Finals anzocken, bin ich mir ziemlich sicher. Also einfach mal da vorbeikommen und dann eine Runde spielen. Wenn man noch unentschlossen ist. Wir haben ein schönes Match heute gesehen. Die Kuma Crew hat am Ende recht verdient und deutlich gewonnen. Ja. Ich danke dir dafür. In der nächsten Woche werden wir in diesem Montag 21 Uhr Slot mal wieder einen richtigen Shooter haben, glaube ich. Ohne Quake dabei genau über den Konfliktionale treten wollen. Ich glaube, nächste Woche haben wir wieder Enemy Territory Quake Wars. Morgen auf jeden Fall einschalten, WC3 um 17 Uhr SK gegen Maus. Es geht um die Teilnahme an den Finals. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Ciao. Tschüss.